Ach so, ich bin. Ah, das war geplant. Oh, scheiße. Fuck. Oh boy, das ist nicht gut. Der Kleine kann doch nicht schwimmen. Ey, können diese Steine mal weggehen? WTF, hä? Was für? Festhalten. Das hält doch niemals. Oh boy. Ich guess wir haben keine andere Wahl, oder? Komm. Oh. WTF? Hä? Hat mich da gerade ein fucking Baumstamm runtergetreten? Wait a second, was ist das hier? Ja Mann, mich hat da gerade ein fucking Baum runtergeboxt. Okay, ich muss gucken, wie lange der braucht, um wiederzukommen. Okay, der macht's schon mal noch. Digga, ich lass mich hier einfach von einem fucking Baumhops nehmen. Was ist denn das? Mann! Okay, wenn er jetzt seinen ersten Move macht, dann rennen wir durch. So, und jetzt durch. Ah, ich kann nicht, hä? Okay. Hä, dann muss ich irgendwas anderes machen. Was muss ich denn machen? Ich muss mit dem Großen wahrscheinlich irgendwas machen, oder? Ha. Oder kann ich irgendwie hin und her schaukeln? Nein, kann ich runter? Ne, das auch nichts. Okay. Kann der Große was machen? Nein, Ah! Ich habe gerade den Trigger für den Großen gedrückt und ist dann plötzlich einfach der Baumstamm runtergefallen. Okay. Cool, I guess. Ich muss ihn gedrückt halten. Ah! Lol! What the fuck, Mann? Als ob der das halten kann. Okay, das ist interesting. Nicht so weit nach oben, Alter, hier sind überall diese Viecher. Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Digga, wir sind einfach voll im Hexenwald gelandet oder so. Ach du Scheiße. Das feiere ich jetzt echt nicht so hier. Da vorne können wir hoch, glaube ich. Da vorne in der Mitte. Alter, Respekt, dass der große Bruder das alles tragen kann, so, ne? Ich meine, der trägt da quasi seinen kleinen Bruder am ausgestreckten Arm plus diesen Baum da dran. What the fuck, Mann? Ey, du Wichser! Oh, Mann, ey! Was soll die Scheiße? Das ist ein richtiges Arschloch, der Typ. Ja, komm, gib Stoff! Hä? Gib doch Stoff! Oh, Mann. Auftauchen. Hä, wie tauche ich denn auf? Komm schon! Mach mal schneller! Junge, ich hab noch niemanden so langsam auftauchen sehen, Mensch. Holy fuck. Ich bin gar nicht besorgt, einfach nur so, ey, Bruder, komm auf. What the fuck? Ey, was ist das für ein Wald hier? Ich finde es nicht okay. Gott, voll die dramatische, gruselige Musik, ey. Was geht denn jetzt ab? Da plötzlich so ein Horrorspiel draus. Folgen weiter den Kerzen, auch wenn ich nicht weiß, was eine gute Idee ist. Weil wenn wir hier lebende Bäume haben, die uns umbringen wollen, dann hinterfrage ich jetzt erstmal, wer diese Kerzen aufgestellt hat. Vielleicht sollten wir denen dann tatsächlich nicht folgen. Weiß ja nicht. Naja, sag mal. Wollte gerade sagen, der scheiß Boden bewegt sich. Ich glaube, hier sind irgendwelche Gase oder sowas. Oh fuck, Alter. Ist das eine gute Idee? Hallo? Hallo? Ist das eine gute Idee? Können wir bitte erstmal gucken, wo diese Hand hinführt? Hä? Hallo? Das ist die Mutter, oder?
Das ist der Vater. Junge, was geht denn jetzt? Was mit den Halluzinationen hier? Der große Bruder ist auch voll am Abkacken. Der ist wahrscheinlich high wie sonst was. Alter Schwede. Ja, ich kann den Großen nicht mal mehr steuern. Ich kann nur noch den Kleinen steuern. Okay, ich muss wahrscheinlich die Quelle für diesen Scheiß hier wegmachen. Ist das die Kerze? Nee, damit kann ich jedenfalls nichts machen. Oma Mai. Du Scheiße. Oh, 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 oh. Da passiert was. Ah, jetzt geht plötzlich wieder was. Hä? What the fuck? Hä? Was zur? Was? The fuck? Digga! Was ist das plötzlich hier? Junge! Deswegen war der auch nicht so. Nee, war der auch so ganz unbesorgt, als er seinen Bruder da rausgezogen hat. Weil es nicht real war. Alter! The actual fuck. Das Spiel wird crazy. Was ist das? Jetzt ist doch schon wieder Tag und die ganzen Kerzen sind noch weg. Dann sind wir wahrscheinlich aus dem Gruselwald raus, hoffe ich mal. Ey, Albe! Der will sich umbringen! What? What? Ey! Ey! Bist du dumm? What the fuck? Ja, Moment. Was ist mit ihm? Was soll denn die Scheiße? Komm schon. Ja, bin dabei. Alter! Was ist mit dir? Kann ich die Zeichnung da oben angucken? Ist das deine Familie da? Wahrscheinlich, oder? Nee, kann ich nicht angucken, offensichtlich, okay. Das ist deine Familie hier, ne? Ja, locker. Ja, und jetzt lassen wir ihn einfach da sitzen, oder was? Wir können ihn doch nicht einfach da sitzen lassen. Junge, ich hab probiert, sie umzubringen. Was soll ich daran hindern, das normal zu tun? Kann ich hier durch? Ne. What the fuck, Alter? Das Spiel droppt einfach mal so kurz so einen Typen an den Rand, der sich einfach kurz umbringen möchte und danach gehen wir wieder. So, hä? Was ist das denn bitte? Alter. Das war auf jeden Fall mal ein ordentlicher Weckruf, würde ich sagen. Jetzt passt man wieder auf, was eigentlich abgeht in dem Spiel. WTF. Ach du Scheiße. Was haben wir hier? Das kann der wahrscheinlich nicht, Moment. Ah, aber da kann der Kleine durch. Okay, und der Große, was macht der hier? Hallo? Zieh den Schalter. Okay. Kann ich mich an dem Windrad festhalten? Probably, oder? Ich habe schon eine Idee. Wir halten uns hier fest. Ja. Springen rüber auf das andere Windrad. Ja. Und da drüben ist eine Kurbel, die kann der Kleine betätigen, I guess. Komm. Ach, ernsthaft. Und dann können wir wahrscheinlich diese Brücke irgendwie zusammenfügen, quasi. Und kommen weiter. Aber ich find's immer noch krass, wie es für diesen Typen, der sich da erhängt hat, einfach so, dass es einfach nur so gedroppt wird, quasi. Oh, fuck! Ups, das war knapp. So, da gab's nicht mal ein Achievement oder sowas für. Das war einfach nur da, basically, und danach war es halt wieder weg, so.
Vielleicht habe ich da jetzt irgendwas übersehen, vielleicht habe ich noch irgendwas machen können oder so. Ich habe probiert mit ihm zu reden, ich bin zu den anderen, zu den Leichen gegangen, also. Wüsste ich jetzt nicht, Leute, wüsste ich jetzt nicht. Ansonsten schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls man da noch irgendwas hätte machen können. Das wüsste ich jetzt schon gerne. Oh, wow. Krasse. Naja, Festung ist eigentlich nicht ein Turm. Turm auf jeden Fall, eine Festung, maybe. Willst du noch rausfinden, wie fest das Ding ist, wenn wir da sind, ne? Aha, aha, aha. Ja, okay. Mir fällt auf, in dem Spiel ist oft einfach auch keine Musik zu hören, ne? Einfach nur Stille. Beziehungsweise halt die Geräusche von der Natur hier. Irgendwelches Knarzen oder manchmal irgendwelche Vögel. Aber auch einfach mal nur Stille. Oh, man hört doch hier irgendwelche Schreie die ganze Zeit, oder? Hm. Da müssen wir rein, ja? Ist das so? Fun Fact, wir müssen den ganzen Weg auch wieder zurücklaufen, ne? Also, Mann, Mann, Mann. Darüber, ja. Und dann war noch ein Stückchen, du. Da haben wir noch ein ganz schönes Stückchen. Okay, da können wir wahrscheinlich rüberspringen. Oder? Moment, ich probiere es kurz aus. Nee, können wir nicht. Oh. Dann müssen wir wohl zu den Ziegen da unten. Hoffentlich wird es nicht wieder so eine Aktion wie mit den Schafen, wo ich irgendwas machen muss, weil ich überhaupt nicht blicke. Hallo? Hey, aufmachen, Jungs. Okay. Hallo, Ziegen. Kann ich die tragen? Ich kann die reiten! LOL! Sind wir ein Pokémon oder was? Ja, let's go! Warte mal, können wir jetzt Autoscooter mit denen spielen? So, beide reiten eine Ziege, dann rammen wir uns. Ist ja voll gut. Jo. Warte mal. Ich will crashen. Moment. Oh, das ist mega schwierig. Ja. Naja, fast. Quatsch. Okay, das ist funny. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Das sind Bergziegen. Die können klettern, oder? Dann nehmen wir einfach mit. Vielleicht kann die darüber springen. Jetzt ist auch die Musik wieder da. Tatsächlich, das kann die. Oh, ist ja mega. Ja, voll cool. Oh boy. Das ist actually mega cool. Das wird das Wettrennen hier. Kopf an Kopf rennen. Okay, wollte gerade sagen, wo läuft der lang? Okay. Der große Bruder ist ganz nach vorne. Oh wow, das war ein Foto für den Schalter. Also, ihr hättet euch noch da bleiben können, ne? Ich finde euch cool. Wir hätten ja auch irgendwie wieder zurückgemusst. Okay, cool. Naja, vielleicht rufen wir uns nach ein anderes Taxi. Ey, das war cool, das war cool. Ich habe schon wieder die Charaktere vertauscht. Scheiße, nochmal. Oh. Hey, Hanna Horn. Aber wer bist du denn? Da Vinci persönlich, oder was? Oh boy. Ja, ja, got it. Alles klar, Bruder. Okay. Leute, wir basteln uns ein Flugzeug, I guess. Hilfe, Hilfe. Welcher Stick? Da, okay, so. Warte, wo muss ich hin? Kann ich da rüber springen? Kann ich das werfen? Wow! Okay! Das war ein interessanter Wurf, aber ja, kann ich. Okay. Wenn das an den Kopf gekriegt hätte, wäre auch erstmal Polen offen, würde ich sagen. Lass mich raten, da kannst du mit dem Ding nicht drüber? Natürlich nicht. Muss uns aber weit werfen, Kollege. Okay. Ah, sehr schön, sogar gefangen, ey. Wie ein richtiger Profi. So. Unser Freund Da Vinci setzt sich jetzt ins Flugzeug, oder wie? Und den kugeln wir jetzt an. Das kann ja was werden, Alter. Hä? Hey! Hey, geh weg! Ich wollte, dass du die Seite nimmst. Okay, muss offensichtlich die Seite nehmen, komisch. Ja, na gut. Na dann, let's go. Ah, wir kurbeln den jetzt da hoch. Hat er sich einen Aufzug gebaut, den er selber allein nicht benutzen kann? Was mit dem Typen? Ich hoffe mal, das hält jetzt auch. Ja, okay. Sehr gut. Müssen wir irgendwas mitnehmen? Nein? Okay, gut.
Ey, Da Vinci, bleib mal stehen. Kannst du uns vielleicht mit dem Flugzeug da rüberbringen? Das wäre voll cool. Sind wir hier oben? Da! Silber hat da. Was ist das hier? Oder können wir ein bisschen winden? Okay. Aber warte mal. Ich kann da Musik machen quasi. Kann ich, aber was bringt mir das? Oh, Errungenschaft, Luftröhre. Haha, er danced erstmal. Nice. Okay, das war also einfach nur so ein kurzes Zwischen-Secret. Cool. Dann wundert es mich umso mehr, dass es für den Selbstmordtypen vorhin keine Errungenschaft gab. Aber gut. Da! Selber da. So, Opi, kannst du uns helfen? Erstmal stehen auf dem Papier, ja. Alles klar. Der Kleine zieht ihn ab. Ah. Komm, wir machen Best of Better, Best of Free. Ja. Einer geht noch. So, wie sieht's aus? Kannst du uns helfen? Ja, rüberfliegen, genau. Mhm, stürzt auch nicht ab? Nein, noch nie abgestürzt. Jedenfalls nicht, während ich drinnen saß. Aha, alles klar, Bruder. Na dann. Dann hoffen wir einfach mal, dass du das Ding gut getestet hast, ja? Oh boy. Okay. Tower, wie sieht's aus? Starterlaubnis? Starterlaubnis erteilt. Alrighty then. Abflug, Leute. Wie sind die Wetterbedingungen? Na, wird schon passen, ne? Der Da Vinci hat uns bestimmt gewarnt ansonsten, oder? Vielleicht macht er sich jetzt auch einfach Notizen, wie das Flugverhalten ist, wenn zwei draufhängen und das Wetter scheiße ist. Und schreibt sich das alles schön auf. Oh boy!